Ich grüße dich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Gemüsebrühe im Supermarkt kaufen, teuer dazu mit irgendwelchen Zusätzen, das machen wir lieber selbst. Dafür eignen sich jegliche Gemüsesorten, wie in unserem Fall Porree, gelbe Rüben, Pastinake und Sellerieknolle. Das Gemüse wird klein vorgeschnitten und geben es in unsere Küchenmaschine. Und nun kommen pro 100 Gramm Gemüse 10 Gramm Salz dazu. Und das Ganze wird fein miteinander verhäckselt. Natürlich könnt ihr das Gemüse auch kleiner häckseln oder auch sogar pürieren. Und nachdem wir eine Großfamilie sind, wo sich alle über selbstgemachte Gemüsebrühe freut, gibt es gleich einen riesigen Topf davon. Die Gemüsemasse wird jetzt noch einmal miteinander vermengt und dann einfach in Gläser gefüllt. Die sollten natürlich sauber sein. Der Rand oben wird noch einmal abgewischt, bevor der Deckel draufkommt, dass auch keine Reste vom Gemüse da oben draufkleben. Und wie ihr merkt, mit wenigen Handgriffen habt ihr jetzt selbstgemachte Gemüsebrühe. Die hält sich aufgrund der Konservierung von dem Salz jahrelang, ohne Angst haben zu müssen, dass es schimmelt. Ihr könnt auch einzelne Portionen der Gemüsebrühe einfrieren. Allerdings ist diese nicht so lang haltbar wie die im Glas. Die könnt ihr im Kühlschrank oder auch im Vorratsschrank aufbewahren. Da spielt keine Rolle, weil das Salz tut sein übriges Werk. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. In diesem Sinne freue ich mich, euch bald wieder zu sehen. Macht's es gut. Pfiat's euch!